zückt ihre Rute und steigt dann auf eine Stute. Oder so ähnlich. Don Quixote. Oh, Munition habe ich auch gekriegt. Der hat ein Scharfschützgewehr, das Arschloch, das Dumme hier. Ja, noch alles dabei. Ein Scharfschützgewehr, das hab ich schon. Was ist das drum hier? Du Armleuchter, renn dir mit dem Scharfschützgewehr rum. Das glaubst du nicht, ne? Das Ding, das auf Entfernung. Das ist keine Nahkampfwaffe, das ist auf der Entfernung. Bleib stehen, du Lappen. Das ist jetzt mein Auto. Ah, shit. Eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, pass mal auf. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Notarzt. Thank you. Schnell. Paramedics are en route to your current location. Dringend. Das hoffe ich doch. Denkst du, bist so ein toter Hund über den Lenker? Wo kommen sie? Wo bleiben sie? Wo sind sie? Oh Mann, ey. Da vorne kommen sie. Scheiße, du fragst, will ich auch schlafen? Also, geht auch. Nein, ein Stopp. Du Armleuchter, du dämlicher Dämler, du dämlicher. Arschloch, dumm bist du. Was habe ich denn da gefunden? Das ist ja noch besser. Ihr kriegt mich niemals, ihr Schweine!
Deins auch? Also im Sägewerk war ich immer noch am besten. Kann man sagen. Ja. Ja, wenn sie auf mich schießt, wird zerschossen und wird zurückgeschossen. Ganz einfach. So ist das nun mal im Leben. Keine Reaktion, nur eine Gegenreaktion. Danke. Nein, ich werde niemals anhalten. Weil ich hab's ja schon mal gesagt. Nein! Ihr müsst halt Lenker, dass wir einen toten Griffel schneiden. Das war in kalten Händen natürlich. Wo ist denn hier die Baustelle nochmal? Also hier ist, wo man springen kann. Das ist schön, das gefällt mir. Aber wo ist hier die Baustelle? Guck mal, das sind die Bullen. Ah. Also hier ist immer total falsch, was hier... Das ist der Strand in der Nähe, sehe ich gerade. Aber selbst die Leute über den Haufen fahren, das haben wir gern. Das hat mein Stinkefinger gezeigt. Das kann ich nicht zulassen. Das muss bestraft werden. Oh, die Baustelle. Cool. Geh weg. Wohin des Weges? Wo geht's denn an den zweiten Stock? Geht's überhaupt an den zweiten Stock? Scheiß jemand an, Alter. Da vorne. Au! Nicht auf mich schießen, das ist unfair. Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Kein Muskel bewegen, wird ein wenig schwer werden. Mal gucken. Mal schauen. Ist
Da unten sind sie. Helikopter. LSPD. Da drüben ist er. Ja, da drüben ist er. Ach, da bist du. You are dead man, bi-ba-ba-ba-ba-ba. Hier kriegt mich der Helikopter nicht. Aber ich habe auch nicht alles im Überblick. Bis du mir zum Zielen kommst, na, bist du schon tot. Ja, ja. Der kann ja nie übers Grüne springen. Das ist Wahnsinn. Geh schau uns, das kann man nicht machen. Nein, das ist unglaublich. Oh, you think I won't fuck you up, son? I will. I didn't mean anything by it, sorry. Ha! Never mess with it. Oh my God! Habt ihr irgendwas verloren für mich? Außer Snacks? Naja, war ja klar. Plus $30. Uns beeilen halt. Hi! Hello there! Ich hab zwei Bullenautos erwischt, obwohl ich nur eins. Ja, ihr habt verloren. Das hat die Abkürzung genommen. Duschbeck. Wo ist denn der Schwanz? Da drüben ist er. Ist mir schon klar, dass ich tot bin. Sonst würde ich ja nicht blutend am Boden liegen, ne? Ja, ich denke mal, das reicht für heute. Ammunition. Ammunition. Ja, machen wir später. Moment, check ich mir jetzt erstmal ein Auge hin. Oh, servus, wie geht's denn so? Das sind Baller. Auch nicht schlecht. Hey, du blöde Kuh. Nur 900 Meter.
fahr ich an dem Auto zusammen, ey. Ich dreh jetzt Kreuz, du. Das Auto ist teuer. Was ist Schilder? Nein, ist kein Rental, ist geklaut. What brings you in today? Ich bin ja so eine arme Sau, ich brauch die Kohle. Ja, Auto verkaufen. Der hat wieder mal irgendwo was mitgenommen. Verkaufen für 9.000, jawohl, möchte ich. Also der Sentinel kostet 9.5. Ist mir schon klar. Machen wir noch schnell Finanzdienst. Zu meiner Bank. Meine Fresse, ey. 1.041.000. Was will der Vogel jetzt von mir? Don't ignore your creepy Uncle Lester. Come on, I can help you. Ja, ja, früher ins Grab wahrscheinlich, du Arsch. Ja, den lernt man am Anfang kennen, dieses Häufchen Elend. Kann ja auch nichts dafür. Das ist mein Ego. Und mein Ego kann ich nicht einfach so. Hey, Pendejo, quieres tú? No, ein Tritt und es ist am Arsch, oder was? Schade. Hier, yeah, Kaktusse. I don't wanna die. Alter Mann. Ach ja. I'm a Marshal. Mit einem breiten Ohrschall. Batsch. Das sind Transen. Frauen mit Schwänze. Ja, du mich auch. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht runter. Da wollte ich auch nicht runter. Ist egal, ist wurscht, Dinger. Passt schon. Haben die Bullen schon wieder los? Wir brauchen nur noch eine Mission, dann sind wir schon bei 74. Das ist krass. Ja, vielleicht zwei Missionen. La 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 la. Brauchst du auch einen Tritt in den Arsch? Komm mal her, pass mal auf. Oh, er hat Geld verloren. Oh,
Oh, 14 Dollar. Zeugen kann ich leider keine gebrauchen. Schade. Nur ein Snack. Gerade eben passiert. Wieso? Warum? Ja, lauf, du Lappen! Dir kann niemand mehr helfen. Was los, Amsel? Bleib liegen. Tritt dich fest. Da vorne stehen die Polen. Da wollen wir nicht lang latschen. Uppercut. Das hat ein Mützchen verloren. Nein, doch. Die Idee ist natürlich ganz schlecht, weil hier kommt gleich ein ganzes Rudel Bullen her. Und hier bin ich wirklich wie auf dem Präsentierteller. Ja, nicht nur einer, sondern drei mittlerweile, nicht wahr? Und da kommt der vierte. Kann angeschissen. Bin so gleich am Arsch. Aber macht euch nichts draus. Nein, erst wenn die dicke Dame aufhört zu singen. Du bist ruhig, Lappen. Da wo das herkommt, gibt's noch mehr. Ah, ich bin tot. Ich hab einen Blutbad angerichtet. Also mehr als 10 Bullen habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Pff, egal. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber passt schon. Ja. Du auch? Dann wünsche ich dir mal viel Glück. Dort so, es zieht. Ah.
Ja. Ich stelle mich jetzt erstmal daher. Parking. Do not block intersection. Da ist der Perseus. Guck mal, da ist Perseus. Warum kann man da eigentlich nicht einkaufen? So wie in GTA 4. Das ist wurscht egal. Ja, mir, ich verabschiede mich hier. Ich habe schon wieder einen Fleck auf dem Hemd. Guck mal, schau. Das ist ja fürchterlich. Mein schönes Hemd. Mein schönes T-Shirt meine ich natürlich. Ja. Ich verabschiede mich hier und wir sehen uns dann in einem weiteren Teil, im nächsten Teil. Nicht wahr? Okay, bis später. Ciao.